Hallo Freunde, endlich mal wieder das grüne Deckchen ausgepackt. Ihr wisst Bescheid, das heißt irgendwas mit Waffen, Messer, was zum Schneiden. Ihr kennt meine Leidenschaft, ja, nicht ganz so teure Messer zu bestellen. Dieses war auch nicht so billig. Wir schauen mal, was da gekommen ist, was heute eingetrudelt ist. Ich hab's geöffnet schon, ich war so aufgeregt. Ja, Freunde, dazu ist zu sagen, ich würde es euch gerne mal zeigen, aber ich glaube, ich habe die Zeitung gar nicht mehr da. Das Messermagazin, sehr zu empfehlen, ich kaufe es immer an der Tankstelle. Das war das Messeheft, würde ich jetzt mal so stark behaupten, oder Jahresrückblick, wie man es nennen möchte. Dort wurde dieses Messer vorgestellt. Ich habe es bestellt, weil ich es mal, wie soll ich das sagen, besonders fand. Also nicht so wie jedes Messer, aber seht selbst. Also so ist das Ding eingetrudelt. Das kommt. Und hier ist dann nochmal die Rechnung. Ich schaue gleich mal drauf. Ah, da es schon bezahlt war, steht der Preis nicht mehr drauf. Schade. Ich hätte euch gerne mal gesagt, wie teuer das war. Ich sage jetzt mal einfach mal so um die 20 Euro Preisklasse, vielleicht sogar 25. Ich kann mich nicht mehr genau festlegen. Freunde, die Schachtel bekommt ihr und so sieht es aus. Ja, mit Gummi gesichert. No, das hat die auch schon lange nicht mehr. So, in so einem Schuber, ne? Das ist, hatte ich auch jetzt noch nie, ne? Französisch? Wo kommt's her? Solingen, Germany. Vertrieb, ach nee, Vertrieb durch Karl Julius Herberts GmbH. Solingen, Germany. Na gut. Wohl, Made in China, hier unten steht es doch ganz groß drauf. Also Vertrieb nur Germany. Toll. Ja. Ich kann sagen, das nennt sich Seitenverschlussmesser. Baladeo Modell, keine Ahnung. Seitenverschlussmesser Flip, ein unmerkbarer Name. Ich muss ihn ablesen, ich habe es nachher gleich wieder vergessen. Stahl, ISI 420, also ein guter Industriestahl, rostfrei, Slipjoint Edelstahl, Griffschalen. Ja, steht da auch nicht drauf. Okay, Freunde. In so einem putzigen Schuber, der jetzt locker fluffig hin und her wackelt. Weg damit, und das ist hier halt die Schachtel. Ganz normal. Festes Pappe. Und so sieht das gute Stück aus. Ich hatte es schon mal draußen. Ich habe die Ware schon mal abgecheckt in so einem Schaum geliefert. Ich meine mal, die Optik sieht nicht schlecht aus. Mit diesem gewöhnungsbedürftigen roten Pin hier oben drauf. Die ersten Fingerabdrücke sind also schon vom Fingern drauf. Es ist relativ schwer. Tja, wie schwer ist es? Ich habe jetzt nichts zum Wiegen da. Keine Ahnung. Aber ich kann euch sagen, das ist ja Edelstahl. Wo ist das gute Messgerät? Wir können ja wenigstens mal so tun, als ob wir professionelle Messertester sind. Oh, das ist ein unprofessionelles Video, kann sich keiner angucken, bla bla bla, aber wir haben Spaß. Also der Griff hat die Stärke von 2,16 mm. Also es ist schon ein Stück Metall in der Hand. Aber Leute, das sah auf dem Foto so gigantisch aus und wenn man es in der Hand hält, verschwindet es. In meiner nicht allzu kleinen Hand komplett. So. Funktionsweise ist ganz easy. Es schlappert ganz schön herum. Ihr schwenkt es einmal. Zack. Und dann schwenkt ihr so. Habe ich es richtig? Oh, nochmal zeigen. Also, ihr klappt es so auf. Zack. Schwenkt so herum. Rastet hier unten ein. Aber besser gesagt, es rastet nicht ein. Es ist lose. Hier unten, das schlabbelt hier hin und her. Also das ist nicht so, keine Ahnung. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass es unten arretiert. Keine Ahnung. Und das ist jetzt die gute Schneide hier oben. ISI 420. Mann. 2,8 mm. Naja. Guckt euch an, die gute Sache. Mal von nah an. Hier sind ein paar seltsame Schleifspuren drauf. Okay, jetzt sind sie weg. Keine Ahnung. Ja. So, wir kommen gleich zum Schnitttest. Also alles Edelstahl. Das Messer wurde sozusagen durch dieses dünne Teil, was äußerst
relativ elastisch ist. Gehalten, es schlappelt so jetzt nicht großartig hin und her. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist mal eine ganz andere Art, ein Messer zu öffnen. Deswegen habe ich es gekauft. No? Gut, okay, Schnitttest. Das wollt ihr ja mal sehen, Freunde. Ich weiß Bescheid. Oh, es gibt Schlechteres. Ja. Vorführeffekt. Es kommt doch wirklich immer darauf an, wie man das gute Stück ansetzt. Also ich hatte schon Schlimmeres, sag ich mal so. Zack, das ging besonders gut. Zack. Tja. Also so eine richtige Abstechspitze ist das jetzt nicht. Guckt mal. Na doch, jetzt ja. Na gut, mit ein bisschen Kraft. Kann man das Schnitzel schon erdolchen? Das macht eine riesen Wunde, ne? Ja. Also ich sag mal so, es ist scharf, Freunde. So. Was sagen wir jetzt dazu? Hier oben ist so ein bisschen gepunktet, sage ich jetzt so mal. Gerade sieht es aus, wenn man von oben drauf guckt. Also ich kann jetzt nicht dolle was meckern. Das ist halt ein chinesisches Messer. Mir gefiel diese Art der Verriegelung. Das hat mir gefallen. Obwohl jetzt hier, das ist natürlich irgendwie schlabberig. Hier hat der Konstrukteur nicht zu Ende gedacht. Hier unten das Ganze ein bisschen enger gearbeitet. Hier unten eine kleine Kerbe eingesetzt. Und dann macht das Schnapp. Ich meine, hier könnte eine kugelgelagerte Kugel unten eingesetzt sein und die würde dann zack das Ganze arretieren. Das kann nicht so schwer sein für einen Messerhersteller, die Sache mal zu Ende entwickeln. In dem Falle, jetzt ist das Messer arretiert, hier schlabbert jetzt nichts. Aber ich habe immer das Gefühl, dass hier unten dieses Ding hin und her wackelt. Ich meine, das könnte doch ein bisschen straffer gearbeitet sein, dass es gerade so hier unten drumherum passt. Dann würde es auch nicht so wackeln. Oder eine Feder innen drin, weiß ich nicht. Es ist ein schöner Brieföffner, sagen wir mal so, für den Bürotisch. Und dann stellst du es vielleicht so auf den Bürotisch. Ich meine, es steht. Das kann's. Freunde, was sagt ihr dazu? Also ich finde, es ist mal ein ganz anderes Messer. Ein ganz anderes. Ne? Ich meine, es ist klein. Und ich glaube, der Gesetzgeber, guckt mal hier, Handbreite. Können wir ja mal richtig messen. Ja, wir nehmen einfach mal jetzt hier den guten, nicht so weit ausziehbaren digitalen irgendwas Messer. Doch, jetzt geht's weiter. Also die Klinge, sagen wir mal so, ist ungefähr mit gutem Willen 7,5 cm lang. Also ja, da dürfte niemand was gegen haben. Freunde. Es ist ein Büro, Schreibtisch, Brieföffnermesser, keine Ahnung. Ansonsten ist es wirklich äußerst schmal. Das fällt nicht auf in der Hosentasche oder in der Jackentasche. Gentleman's Knife? Wahrscheinlich bin ich zu alt. Der rote Punkt ist mir zu rot. Vielleicht soll das auch Gefahr signalisieren. Und dann sieht dieser rote Punkt auch aus, als wenn es bloß ein Plastiniffel ist. Also, ich muss mich mit dem Design ein bisschen anfreunden. Also hier hat der chinesische Konstrukteur irgendwie nicht ganz zu Ende gedacht. Zur Geschichte sei gesagt, dass diese Messerverriegelungsart um den Zweiten Weltkrieg herum und davor äußerst populär gewesen sein soll. Ja. No? Lasst es mal auf euch wirken. Ich meine, schreibt mal was in die Kommentare, hatet, was das Zeug hält. Mault und schimpft und ja, ist mir egal. Was war denn das für ein komisches Geräusch jetzt? Ja, das darf YouTube natürlich nicht sehen, Freunde. Score sage ich bloß.
Es ist schon wieder deutlich nach um 10. Bei mir traditionelle YouTube-Zeit und ich sag mal so, ich habe es gekauft, ich hatte YouTube-Gutscheine, Quatsch, YouTube. Ich hatte Amazon-Gutscheine über und deswegen habe ich mal investiert. Also, ich bin jetzt geteilter Meinung irgendwie. Es ist mal was ganz anderes. Also, die Verriegelung ist mal was anderes. Ja, das kann man wirklich als Brieföffner nutzen. Und wenn er das, sag ich jetzt mal, in der Tasche drinne verpackt hat, im Aktenkoffer oder was auch immer, da wird, glaube ich, niemand was dabei finden. Das geht als Brieföffner durch. Edelstahl eben. Ja, und dann diese seltsame Verriegelungsmechanik. Also in der engen Hosentasche wird euch das Dingens, glaube ich, nicht aufklappen können. No? Aber Mensch, das müsste doch hier unten irgendwie arretieren. Dann wäre das Messer perfekt. Ich meine, war das früher wirklich so? Keine Ahnung, ich finde das wackelig in der Hand. Und dann kannst du es halt aufflippen. Keine Ahnung. Also. Naja. Ich bin geteilter Meinung mit dem guten Stück. Aber es kann auf dem Schreibtisch stehen. Und keiner wird wissen, dass das ein Messer ist, Freunde. Das stellt ihr so auf den Schreibtisch und jeder denkt, das ist so ein kleines Büroutensil. Ja, no? Was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare. Ist das ein Fehlkauf gewesen? Also, alleine schon, weil es eben eine alte Verriegelungsart ist, eine alte Mechanik. Und dann, ja, ich bin ja nicht mehr so gegen die chinesischen Messer wie früher. Man soll ja nicht immer auf alles maulen, was von da kommt. Ich meine, es gibt Schlimmeres. Ja, keine Ahnung. Die stellen eben Messer in Massen her, schütten den Markt zu. Die eigenen Messermanufakturen werden wohl früher oder später hops gehen. Ja, ich meine, Herberts stellt doch auch eigene Messer her. Hier treten sie auf als Händler und machen den Vertrieb. System Knife Stainless Steel Taschenmesser Edelstahl. Warum ist hier, also hier ist noch eine andere Firma vertreten, Baladeo oder wie das auf Französisch ausgesprochen wird. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin so nicht so der Französisch-Freak. Und hier steht noch eine französische Adresse drauf. Trotzdem made in China. Also, ich denke mal, Entwicklung Frankreich, Herstellung China, Vertrieb Deutschland. Ja, keine Ahnung. Also ich hatte echt geglaubt, es ist größer. Jetzt im Nachhinein, im Nachgang finde ich es für den Preis, der aufgerufen wurde, ein bisschen klein. Ja. Aber ich meine, es kommt in die Sammlung und fertig. Es ist mal was anderes. Jetzt beim näheren Betrachten sehe ich, dass hier oben, ich meine, meckern auf hohem Niveau. Wir zoomen mal ran. Hier an der Stelle hier oben ist unsauber versäubert. No, ihr seht das. Diese Spiegelung. No. Die ist rundgeschliffen, die Kante. Also das sehe ich jetzt beim näheren Betrachten. Ja. Dieser Splint hier oben, der hier durchgeführt ist, die Achse ist nicht ganz versäubert. Ja, das ist wirklich meckern auf hohem Niveau. Tja, was mag das Teil in der Herstellung kosten? Vielleicht 2 Euro? Der Rest geht drauf fürs Herbringen aus China. Ich meine, das ist gerechtfertigt, es sind mal 1000 Kilometer, ne? Das hat so ein kleiner magerer Postbote bestimmt aus China hergetragen. Es ist ein kleines Messer. Ich meine, wenn der Punkt nicht rot wäre, das ist mir zu feminin. Ist es ein Frauenmesser? Kann das sein? Ist das schon jetzt wieder abwertend, nicht gemeint von mir. Also, es kommt in die Sammlung und fertig. No? Es ist einigermaßen scharf. Am Feinschliff kann man immer noch was tun. No. Tschüss, Freunde.